Hallo, heute verpacken wir ein rundes Brot, einen Brotlaib. Am einfachsten könnten wir das natürlich mit einer Tüte machen. Das geht natürlich dann auch schneller, aber Tüten sind teurer und deswegen machen wir das entweder mit Bäckerseite oder Brotseite oder mit einem Rollenpapier. Und ich habe heute ein spezielles Rollenpapier. Außen Papier und innen ist so eine Folie drin und die ist auch leicht perforiert mit kleinen Löchern, damit das Brot ein bisschen atmen kann und nicht zum Schwitzen anfängt. Man könnte natürlich auch zu Hause das Brot in eine Plastiktüte verpacken, aber dann wäre das mit dem Schwitzen noch schlimmer und das Brot könnte dann auch zum Schimmeln anfangen oder mindestens die Kruste weich werden. Es gibt verschiedene Arten, Brot in Rollenpapier einzupacken. Und zuerst mache ich mal die falschen Arten. Die erste wäre einfach einschlagen. Wäre eigentlich immer das gleiche. Dann hier zweimal zusammen und dann einfach hier nach unten wegklappen. Dann wäre es auch schon verpackt. Aber sobald ich das Brot hochnehme, klappt es auf und es ist dann eigentlich offen. Die zweite Art, auch nicht ganz so gut, wäre auch wieder hier das Brot einschlagen, das gleiche hier wieder, zusammenfalten und dann hier praktisch so die Seiten so einfalten, dann schaut es auch schon ein bisschen besser aus, bleibt auch ein bisschen zu, aber irgendwann wird es dann auch aufgehen. Dann hätten wir noch eine dritte Art. Wir schlagen das Brot auch wieder ganz normal ein. Und dann machen wir, wie bei der Kuchenverpackung, einfach hier von rechts unten einschlagen, von links unten einschlagen, drehen das hier so ein. Auf der anderen Seite auch wieder das Gleiche. Rechts unten einschlagen, links unten einschlagen und dann zusammendrehen. Dann haben wir hier an der Seite hier so einen Verschluss drin. Hebt auch ein bisschen besser, aber geht auch irgendwann auf. Deswegen kommen wir jetzt zur besten Art. Schlagen das Brot wieder ein. Wenn das Papier jetzt hier ein bisschen zu lang wäre, sage ich mal, so bis hierher, dann könnten wir auch noch eine Falz machen und hier praktisch das dann dadurch verkürzen, wenn es zu lang wäre. Aber mein Papier ist jetzt nicht so lang, deswegen lassen wir das so. Folgendermaßen, wir falten hier gleich die seitlichen Papiere nach unter das Brot ein. Falten es rüber und jetzt machen wir hier einen Einsteckverschluss auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch. Und dann ist es zu und das Brotgewicht hebt praktisch unten den Verschluss zu, der hier unten drin eingesteckt ist und dann bleibt es hier auch zu. Das nächste Video, das ich dann auch mal machen werde, wäre die Tütenverpackung oder auch die Kuchenhohlverpackung. Ciao, Servus!